Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Baumvideo. Leider drinnen, weil draußen ist heiß und Mücken. Heiß könnte ich ertragen, Mücken könnte ich ertragen. Beides gleichzeitig ist extrem nervig, wenn man sich gemütlich wohin hocken möchte und was erzählen. Kann man durchlaufen, kann man sich auch nicht gemütlich hinhocken, aber in dem Moment, wo man sich dann auch noch zusätzlich konzentrieren muss, da ist dann vorbei. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Es geht heute wieder um einen Baum. Und zwar die Birke. So schaut sie aus. Also, den Bestimmungsteil, man könnte meinen, man könnte ihn sich auch sparen, weil jeder Idiot eine Birke erkennt. Also, Birke ist der meisterkannteste Baum aller Bäume, macht es gerade deswegen so Wirkung, so wertvoll und deswegen auch der Titel Survival-Baum, weil das Ding ist nicht nur super leicht zu identifizieren, sondern gleichzeitig auch noch unglaublich nützlich. Und das ist ja doch eine Ausnahme in der Natur, dass die Sachen, die unglaublich nützlich sind, auch unglaublich einfach zu identifizieren sind. Meistens dann doch eher nicht so. Ja, ich werde euch alles irgendwie Relevante zum Thema Birke erzählen, habe mir da diesmal relativ viel Mühe mit der Recherche gemacht, damit wir da alles mal durchkauen. Das Ding ist nämlich noch nützlicher als viele von uns wissen und es gibt einiges mehr zu beachten, als viele von uns wissen, was die Verwendung von der Birke angeht, sofern man sie dann nicht kaputt machen möchte. Ja, kommen wir als erstes mal dazu, wo denn die Birke herkommt. Verbreitungsgeschichte sozusagen. Und dazu ist zu sagen, die Birke hat als eine der ganz, 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 ganz wenigen Baumarten, bei denen man das auch nur ansatzweise annehmen kann, tatsächlich sogar die Eiszeit bei uns überlebt. Fast alle anderen Bäume, die im heutigen deutschen Wald zu finden sind, oder mitteleuropäischen Wald, sind in der Eiszeit hier bei uns direkt ausgestorben und dann erst nach der Eiszeit aus den sogenannten Residualräumen oder Residuen zurück bei uns eingewandert. Das waren dann zum Beispiel irgendwelche Täler in zentraleren Europa, zum Beispiel irgendwo Tschechien, also hinter Tschechien, dann so Richtung Ungarn vielleicht, in dem Bereich irgendwo, da so irgendwelche kleinen speziellen versteckten Tälchen, wo es nicht so kalt geworden ist in der Eiszeit. Und da haben sie überlebt und von da haben sie sich dann quasi wieder ausgebreitet und sind dann in unsere Richtung gewandert. Die Birke hatte das gar nicht nötig, gehen wir zumindest aktuelle Forschungsstand davon aus, da sie die Eiszeit tatsächlich auch in baumförmiger Form überlebt hat. Warum ist jetzt das mit der baumförmigen Form wichtig? Birken können auch strauchartig wachsen und die nördlichste Birke der Welt und damit einer der zwei nördlichsten Bäume der Welt ist die Betula nana. Die wird vielleicht so hoch und ist im Prinzip bloß ein Gestrüpp, botanisch gesehen, aber ein Baum. Und zusammen mit der entsprechenden Zwergweide, die auch im gleichen Lebensraum vorkommt, die sind auch miteinander relativ gut vergesellschaftet, sind das die beiden nördlichsten Bäume der Welt. Und das Ding als Baum zu bezeichnen, naja, das ist auch eine eigene Art, hat mit unserer Betula pendula, die ich hier habe, nichts zu tun. Auf Deutsch übrigens Sandbirke oder Hängebirke. Gibt es noch andere Namen, aber das sind die so die gebräuchlichsten. Und ja, die Birke hat jedenfalls in dieser Form, in ihrer aufrecht stehenden Form, vielleicht war es sogar die Betula pendula, so genau können wir das nicht mehr nachweisen, die Eiszeit in irgendeiner Form überlebt und konnte dann sich auch als allererstes, schneller als alle anderen Baumarten nach der Eiszeit in der ganzen Bundesrepublik, die es damals natürlich noch nicht gab, ausbreiten. Soll heißen, wenn irgendwo miese Bedingungen herrschen. Und für den Wald ist es schwierig, sich zu entwickeln, weil die Bedingungen wirklich äußerst mies sind. Die Baumart, die bei uns in der Gegend als allererstes ankommt und diese miesen Bedingungen einfach mal ignoriert und sich da trotzdem hinstellt und trotzdem wächst, ist die Birke. Das ist also so der Pionier unter den Pionieren, wenn es um Pionierbaumarten geht. Den Begriff hatte ich auch schon ein paar Mal in den Raum geschmissen. Das sind halt eben Bäume, die quasi den Wald vorbereiten, den eigentlichen späteren, dann auch längere Zeit dastehenden Wald.
Dafür haben sie eine enorme Ausbreitungsgeschwindigkeit, produzieren riesige Mengen an sehr, 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 sehr kleinen Samen, die aufgrund ihrer geringen Größe und dem kleinen Flugteller, den die um den Samen drumherum haben, sich sehr weit auch ausbreiten können. Anders als na, zum Beispiel eine Buchecker, die fällt von der Buche und dann liegt sie unter der Buche. Was soll sie denn auch anders tun? Oder eine Eichel, die fällt auch von der Eiche und liegt dann darum. Okay, jetzt kann man natürlich sagen, die Eiche hat da aber so eine kleine Spezialität. Eichen sind nämlich für manche Tiere lecker und die sammeln die dann und tragen die weg. Zum Beispiel der Eichelherr legt sich ja wie das Eichhörnchen unterirdische Verstecke an, in denen er unter anderem eben auch sehr gerne Eicheln, daher auch der Name, einlagert. Und wenn er so ein Versteck mal vergisst, dann hat man da gleich einen riesigen Haufen Jungeichen, die dann da irgendwann sprießen. Dadurch kann die Eiche natürlich auch entsprechend hohe Entfernungen zurücklegen, indem sie sich tragen lässt. Aber aus eigener Kraft schafft sie das nicht, die Birke schon. Es kommt also nicht selten vor, dass man Birkensamen einer Birke noch in 6 Kilometer Entfernung findet. Das klingt jetzt gar nicht so wahnsinnig beeindruckend, ist aber doch sehr, 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 sehr viel im Vergleich zu anderen Bäumen. Und zwar in nennenswerter Menge in 6 Kilometer Entfernung. Selbstverständlich gibt es, das gibt es bei jedem Baum, immer noch mal hin und wieder so einzelne Spezialfälle, wo aus irgendwelchen Gründen ein Samen noch viel, 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 viel weiter transportiert worden ist, aber das sind sehr, sehr, sehr seltene Ausnahmen. Ja, und mit eben dieser Pionierspezialität war es der Birke möglich, sich als allererstes überall auszubreiten. Die Eiszeit hat sie übrigens dann deswegen überlebt, weil sie auch sehr, sehr kälteresistent ist. Für einen Laubbaum, muss man sagen. Es gibt da noch ein paar Nadelbäume, die sind dann noch resistenter. Aber in der Reihe der Laubbäume ist, glaube ich, die Birke schon so mit das kältestresistenteste. Also minus 20, minus 30 machen der Birke jetzt noch nichts aus. Die kann ja zwar in einem solchen Zustand nicht wachsen, aber das überlebt sie relativ problemlos, ohne nennenswerte Schäden davon zu tragen. Sie ist auch relativ resistent gegen Spätfröste. Also sprich, der Baum ist schon ausgetrieben und geht davon aus, dass jetzt Sommer ist und dass es jetzt warm wird und kann mit allem loslegen, hat quasi seine Vorbereitungen für den Winter, seinen Frostschutz schon abgelegt. Und dann kommt doch nochmal ein Frost und dann viele Bäume sind dann in der Regel tot. Insbesondere unsere Buche ist da ganz, 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 ganz empfindlich. Die Birke nicht. Die steckt das erstaunlich gut weg und geht dann... Boah, dann treibst du halt noch mal ein bisschen aus, wenn dann ein bisschen was kaputt gegangen ist. Das sind so spezielle eben Anpassungen an die Kälte, die es ihr nach der Eiszeit möglich gemacht haben, sich überall auszubreiten. Allerdings hat es einen Nachteil, wenn man ein solcher Pionierbaum ist, der sich auf die Besiedlung unbesiedelter Lebensräume spezialisiert hat. Sobald jemand anders kommt, der unter Umständen größer und stärker ist, beziehungsweise größer und schattenproduzierender im Fall von Bäumen, als das bei unserer Birke der Fall ist, dann hat sie nicht viel zu lachen und geht sehr, sehr, sehr schnell ein. Denn die Eigenschaft, überall wachsen zu können, bezahlt sie quasi damit, dass sie dafür 100% Beleuchtung braucht. Kaum ein Baum braucht so viel Licht wie die Birke. Und dazu noch, die ist überhaupt nicht wassersparend. Eine Birke im Freistand kann, sofern genug Wasser vorhanden ist, locker mal 140 Liter am Tag verdunsten. Das ist sehr viel. Zum Vergleich eine Buche 30, maximal 40 Liter. Und das, obwohl eine Buche deutlich mehr Blätter und eine viel, viel, viel größere Krone hat. Wobei man jetzt sagen muss, in dem Vergleich sind beide Bäume jeweils, ich glaube, 15 Jahre alt. Genau das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe mir nur die Zahl mit den 140 und 30 Litern gemerkt. Aber es sind auf jeden Fall vergleichbar große Bäume. Also es ist jetzt nicht so große Buche, kleine Birke oder umgekehrt. Typisch für Pionierbäume ist, dass sie nicht alt werden. Selbst wenn keine Konkurrenz hinterherkommen würde, in deren Schatten sie dann eingehen, leben die einfach nicht lange. Das ist nicht vorgesehen. Vorgesehen ist, früh geschlechtsreif werden, früh große Mengen Samen produzieren und da quasi einfach alles reinstecken, sich möglichst über weite Strecken zu reproduzieren. Und zum Beispiel im Alter von 80 beginnt dann schon die Wurzel der Birke abzusterben bzw. zu faulen. Da kann sie sich nicht mehr wirklich gegen wehren, dass diverse Pilze ihre Wurzel angreifen. Dann ist sie meistens mit 80 auch schon relativ am Ende ihrer Lebenserwartung angekommen. In Idealbedingungen kann sie auch mal 120 werden, aber das ist für einen Baum ja immer noch eine sehr kurze Lebenserwartung. Selbst unsere Buche, die auch keine ausgesprochen lange Lebenserwartung hat, schafft in Ausnahmefällen 300 oder 350 Jahre
Von Eichen braucht man gar nicht erst anfangen. Und natürlich gibt es auch Bäume, die ja 10.000 Jahre alt werden können. Soweit wir. Also 9.600 irgendwas Jahre alt werden können. Mehr wissen wir noch nicht, ob es noch älter geht. Das müssen wir noch abwarten. Vielleicht noch 1.000 Jahre oder so. ja, das ist halt so eine kleine Besonderheit bei dem Ding. Wurzelsystem ist eine Herzwurzel. Sie erschließt den Boden relativ gut, allerdings nicht in besonders tiefe Tiefen, sondern bleibt im oberen, sehr gut nährstoffversorgten Bereich des Bodens. Dann kann man halt eben sehen, wo die Birke ist. Gibt es reichlich Nährstoffe meistens, weil da war noch niemand vorher. Sie kann aber auch mit wenig Nährstoffen zurechtkommen. Eigentlich ist sie sowieso auf jedem erdenklichen Boden keimungs- und wachstumsfähig. Da gibt es nichts, wo man sagen würde, Birke kommt da nicht mehr vor. Und speziell die Moorbirken-Variante der Birke, Betula pubescens, ist auch ja so als letzte Baumart noch im Hochmoor anzutreffen. Da, wo wirklich nichts mehr geht und kein anderer Baum noch lebensfähig ist, da findet man noch die Moorbirke. Also ein absoluter Spezialist für beschissene Situationen. Ja, vielleicht noch eine kleine Information zu den Samen der Birke. Man kann gar nicht, kaum noch angeben, wie groß die eigentlich sind. Der eigentliche Samen, mal abgesehen von dieser Flughaut drumrum, der ist wirklich winzig. Genaue Größenangabe will ich da gar nicht machen, sondern ich sage euch lieber, Birkensamen haben ein sogenanntes 1000-Korn-Gewicht. Man gibt das immer in wirklich, man, da gibt es irgendwelche armen Säue, die tatsächlich 1000 Exemplare der Samen abzählen. Das ist bei Eichen noch relativ einfach, Eicheln dann natürlich, bei Birkensamen schon etwas anstrengender. Und jedenfalls ein durchschnittliches 1000-Korn-Gewicht haben die von 0,014 Gramm. Wiegen also quasi nix. Könnt ihr euch dann ausrechnen, was ein Birkensamen wiegt? Das ist nicht im wirklich wahrnehmbaren Bereich. Die sind unglaublich leicht. Daher kommen halt auch diese vergleichsweise großen Entfernungen, die durch die Gegend, per Wind durch die Gegend geboostet werden können, zustande. Und sie sind auch schwimmfähig, wenn sie also im Laufe ihres durch die Gegend geboostet Werdens in irgendeinem Gewässer wandeln, landen. Dass ein Fließgewässer ist, dann können sie auch durch dieses Gewässer irgendwo ans Ufer geschwommen werden und sind dann in der Lage, da unter Umständen auch zu keimen. Da haben sie dann meistens Konkurrenz von anderen Bäumen, die ähnliche Verbreitungswege nutzen, wie zum Beispiel die Weide. Aber es könnte ja eventuell funktionieren und eine Birke produziert wirklich Milliarden von Samen, um die Ausbreitung zu sichern. Jetzt könnte man meinen, wenn das so viele Samen sind, dann sind die meisten nicht sehr keimfähig. Auch da ist die Birke erstaunlich gut und hat erreicht Keimfähigkeiten so im Bereich zwischen 25 und 40% dieser vielen Milliarden Samen, die dann überhaupt die in der Lage sind, auszukeimen. Ob sie es dann wirklich tun oder nicht, ist noch mal eine andere Frage. Aber gerade in der Nähe einer Altbirke, um die jetzt kein großartiger Schatten herrscht, kann man teilweise wirklich riesige Mengen von bis zu 15.000 Jungbirken pro Quadratmeter finden. Also meiner Meinung nach, die Birke ist so wirklich meine Lieblingsbaumart. Ich wurde ja schon häufiger mal gefragt, was denn nun meine Lieblingsbaumart ist. Ist dieses Ding einfach unglaublich beeindruckend aufgrund ihrer Ausbreitungsfähigkeit und um jetzt ein kleines bisschen esoterisch zu werden, mir gefällt auch dieses aufopferungsvolle Leben einer Birke, der es eigentlich im Leben nur darum geht, möglichst ihren Nachwuchs überall hinzuschicken und die selber überhaupt nicht lange lebt. Und der das, naja, esoterisch gesagt, egal zu sein scheint, Hauptsache den vielen, vielen, vielen Billionen an jungen Birken, die sie im Laufe ihres Lebens auf den Weg geschickt hat, geht es gut. Ja, schon schön. So viel dazu und dann würde ich euch jetzt mal ein bisschen was zu den Blättern erzählen. Natürlich kennt jeder eine Birke. Das ist der Baum mit dem weißen Stamm. Ja, da erzähle ich euch doch nicht erst was zu den Blättern, sondern erst zum weißen Stamm. Der hat nämlich physiologisch durchaus seinen Sinn und Zweck. Ihr werdet vermutlich, wenn ihr euch mit dem Thema Birke schon ein bisschen auseinandergesetzt habt, schon mal gehört haben, dass Betulin, dieser großartige Stoff ist, der Birkenrinde so gut brennbar sein lässt. Primär ist das aber eigentlich ein Farbstoff und eben dieser Farbstoff Betulin sorgt dafür, dass die Birke eine weiße Rinde hat. Warum hat sie die? Zum Lichtreflektieren. Weil ich hatte ja schon erwähnt, die Birke braucht sehr, 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 sehr viel Licht. Die hat ein vergleichsweise empfindliches,
Photosynthesesystem, das nur bei maximaler Lichtausbeute richtig, richtig gut funktioniert. Dann wächst sie in den ersten Jahren auch relativ schnell. Aber das Problem ist, wenn man so im Licht steht, dann kriegt man auch relativ schnell einen Sonnenbrand. Ja, auch Bäume kriegen Sonnenbrand und zwar größtenteils auf der Rinde. Die besteht ja auch aus lebenden Zellen und generell jede lebende Zelle mag keine UV-Strahlung. Davor muss man sich irgendwie schützen. Viele Bäume tun das, indem sie dann eine sehr dicke Schuppenborke ausbilden, die einfach wirklich mechanisch wahnsinnig stabil ist und der man schon ansieht, so schnell ist die nicht kaputt zu bekommen und sowas hilft auch gegen UV-Strahlung. Da sitzen dann die physiologisch wichtigen Bestandteile der Rinde, in denen wesentliche Stoffwechselvorgänge stattfinden, so weit in der Rinde drin, dass eben die UV-Strahlen bis dahin gar nicht vordringen. Das tut unsere Birke nicht, beziehungsweise das macht sie auch, aber erst im hohen Alter. So ab 60, 70 Jahren gibt es dann auch Birken, die eine Schuppenborke ausbilden, die dann für unser eins Buschgehafter relativ uninteressant sind, weil man da halt eben nicht die schöne weiße Rinde abziehen kann, weil die verloren gegangen ist. Wer sich vielleicht noch an mein kleines Survival-Tour erinnert, da hatte ich auch das Problem, dass ich zu einer Birke gerannt bin und gedacht habe, hey, eine Birke, und dann war es halt ein altes Exemplar und da war nichts zu holen. Das kommt also durchaus hin und wieder mal vor. Ich glaube, irgendjemand hatte da auch nachgefragt, ob ich dazu nicht noch ein bisschen was sagen kann. Manche Birken bleiben auch bis ins hohe Alter Periderm-Baum. Also ein Periderm-Baum ist ein Baum mit so einer glatten, Nicht-Schuppenrinde. Das sind generell Periderm-Bäume. Und was ist noch zur Rinde zu sagen? Achso, wozu die ja gut ist. Ja, eben, weiße Farbe reflektiert das Licht besser und das ist ein Sonnenschutz. Das ist nichts weiter als ein Sonnenschutz. Das ist die einzige Erklärung, auf die bisher die Forstwissenschaft oder Biologie gekommen ist, warum denn die Birke zum Henker als einzige Baumart weit und breit weiße Rinde hat. Deswegen, zur Reflexion, weil sie voll im Licht steht und warum sie nicht stattdessen einfach eine Schuppenborke ausgebildet hat, müssen wir Charles Darwin fragen. Vielleicht weiß der das mit seiner Evolutionstheorie, aber ich fürchte, nein, weiß er auch nicht. Das sind halt einfach so ein paar Dinge, die erfreulicherweise noch ungeklärt sind, weil sonst wäre die Forstwissenschaft ja auch arbeitslos. Ja, aber jetzt können wir mal auf die Zweige eingehen, denke ich. Weil ich wollte ja eingangs behaupten, an der Rinde erkennt jeder eine Birke, oder zumindest jeder, der sich einigermaßen mit Botanik auseinandergesetzt hat. Wenn man es an den Zweigen bzw. an den Blättern erkennen soll, sieht die Sache schon ganz anders aus. Und zu diesem Zweck zeige ich euch das Ding mal in der Aufnahme.